Party People, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist Gamescom. Es ist Freitag. Moin. Wir dürfen hier durch. Ich bin was Besonderes. Oh, sorry. Ich bin doch nichts Besonderes, Ticket. Eine eigene Halle auf der Gamescom. Und was hast du, Digga? Monte, ich hab Style und das nee, auch nicht. Foto darf ich nicht machen? Nein, klar, jetzt ist nicht so viel los, aber wir wollen natürlich auch zeigen, dass wir die Regel verstanden haben, ne? Und dann ist immer die Frage, wann macht man Ausnahme, wann nicht? Oder man macht es wie Monty, wenn ein kleiner Butschi kommt, dann macht man ein Foto. Ah, Digga, hier den kleinen Butschi, kannst du aber zu mir schicken. Na, kleiner Mann. Ich kenne mich hier aus, wenn ihr Fragen habt, sagt mir einfach Bescheid. Wo viele Influencer sind. Ja, so. Gibt's da eine extra Halle? Diese Signing Area, wo die alle Beat and Greet machen. Ja, ja, wo ist die? Alle eins. Ja. Okay, tschüss. Aber, oh, tschüss. Wir wurden getrennt. Tut mir leid. Ich bin normalerweise nicht so. Also normalerweise sehe ich wichtig aus wegen der Kamera. Jetzt sehen wir noch ein bisschen wichtig aus wegen der Security. Ich wollte das alles nicht. Ich will einfach nur mit euch hier nochmal durchgehen, aber so ist halt das Leben. Vor allem haben wir so jetzt auch so Fastlane. Wie geil ist das denn? Für so Promis ist das halt so normal, aber ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Das ist mir unangenehm. Guck mal, Buddy Baby, hier ist die legendäre Rolltreppe. Hier war das. Hier stand Monte damals. Und dann stand er hier so. Okay, jetzt muss man sich natürlich jetzt so ein paar Leute dazu denken. So. Hallo Gamescom! Ich bin der Monte-Ersatz. Und dann hat er hier so Herz gemacht. Winkt aber auch wirklich gar keiner zurück, ne? Ah, einer winkt! Zwei winken, hallo! Drei winken. Oh, drei winken nicht mehr, keiner winkt mehr. Okay. Ist sich die Gamescom sicher, dass ich wirklich Security brauche? Ja, hier sind wir jetzt in der Halle, wo auch wirklich die großen Firmen sind, ne? Wo richtig krasse Action von denen gemacht wird. Ich habe so ein bisschen jetzt im Chat und von anderen Feedbacks hier vor Ort gehört, dass die Firmen teilweise einfach nur einen riesen Stand haben, aber nicht so wirklich viele coole Möglichkeiten. Wir checken es mal aus. Bist du jemand, der hingestellt wurde von Tekken 8 oder bist du ein Cosplayer? Ich arbeite hier mit Amikata für Tekken 8. Eigentlich ist es geil, weil wenn das sowieso eure Leidenschaft ist mit Cosplay, dann habt ihr sogar, dann habt ihr sogar das als Job. Genau. Das heißt, selbst als Cosplayer hat man eigentlich noch so Berufsperspektiven genau für das Cosplay-Ding. Absolut, absolut. Vor allem auf so großen Messen wie der Gamescom. Jetzt möchte ich auch Cosplayer werden. Was würde mir stehen? Also Cosplay ist ja ein riesiges Feld und fast alles ist irgendwie darstellbar. Aber man muss natürlich auch mit zufrieden sein. Also es gibt ja hier Leute in riesigen Rüstungen. Es gibt ja auch welche, die Bumblebee gecosplayt haben aus Transformers oder... Ja, die sind teilweise so Riesenmaschinen dann. Ja, genau. Also es ist alles... fast alles machbar, aber natürlich wie bequem das dann ist, wie funktional das ist, ist immer noch mal eine andere Sache. Er hat ja auch schon gestanden die letzten 3 Stunden und hier sehr, sehr krasse Sachen abgezogen. Also er ist wirklich absolutes Talent, was das angeht. Respekt dafür. Das ganze Spiel muss ich auch mal verstehen. Also ich meine, die machen ein Animationsprogramm gerade für einen Farming-Simulator. Ey, ich find's geil. So. Ja, nur eine lustige Kombi. Farming-Simulator, eins der größten Stände hier in der Halle. Und... Geht lauter. Schön, dich zu sehen. Habt ihr jetzt extra euren Spot in der Warteschlange verlassen? Nein, wir kamen dir entgegen und du kamst mit einer mächtigen Präsenz. Ich bin immer noch ein ganz normaler Typ aus dieser ganz normalen Vorstadt. Fühlt sich aber nicht mehr ganz so an, oder? Nach all der Zeit jetzt? Keine Ahnung. Das Problem ist, ich habe keine Zeit, um nachzudenken. Das Leben ist so ein Rush, weißt du? Kaum bin ich zu Hause, packe ich wieder irgendwie 15 Transportkoffer fertig mit irgendwie Equipment. Dadurch, dass ich ja dann noch für andere Sachen mache und so. Damit ich irgendwie auf dem Boden bleibe, aber dann habe ich irgendwie keine Zeit, um drüber nachzudenken. Aber eigentlich ist es insane, auch in diesem ganzen Tempo. Ah, dann darf ich dich einmal drücken. Ja, klar. Boah, schön. Hallo. Moin, moin. Schön. Machst du bald wieder mehr Travel-Content? Wir haben die Schweiz vor uns im Oktober und natürlich noch dann November, Dezember, USA. Genau das Datum folgt noch. Ich muss sagen, das ist echt so der Punkt, wie ich zu dir gefunden habe damals. Der ganze Travel-Content, die Märkte, Weihnachtsmärkte, sowas. Ja. Oh, Weihnachtsmärkte kommt ja noch alles. Oh Gott, wie soll das 2023 nur werden? Das hat mich echt dazu inspiriert, auch selber einfach mehr zu reisen. Ja. Und da bin ich super dankbar für. Also du warst mit der ausschlaggebende Grund, warum ich angefangen habe, auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten und einfach richtig viel mitzunehmen. Und ja. Geil. Das heißt, du reist dann einfach mit dem Schiff mit, arbeitest da zwar drauf, aber kannst dadurch immer die Orte sehen. Genau, ja. Wechselt ihr die Route immer? Ja. Also ich war schon in der Karibik, in der Dominikanischen Republik, viel auch so Hotspots so für Touristen, so Kanarische Inseln. Also da, wo man halt eigentlich Urlaub macht, arbeite ich dann halt. Man guckt dann abends durch die Fotos und sagt so, da war ich überall. Das ist einfach Herzerwärmen. Das ist geil. In welcher Branche arbeitest du dann auf dem Schiff? Ich bin im Verkauf tätig, also ich verkaufe dort Uhren und sowas. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit, als Ausflugsexperte mitzugehen. Bedeutet, wenn Gäste zum Beispiel eine Delfintour oder sowas machen, dann fahre ich mit und bin quasi so die deutsche Qualitätssicherung. Mega geil. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn Leute halt sagen, auch anhand von konkreten Beispielen, dass ich sie inspirieren konnte. Ja. Mega geil, cool. Gänsehaut, Dankeschön. Ich danke dir. Mach's gut. Coolste Ecke ist, wenn du boxen gehst. Aber ich habe Angst, dass meine Schlagkraft nicht so doll ist und die Leute sich darüber amüsieren werden. Also ungefähr so, wie meine Hälfte des Contents eigentlich so daraus besteht. Wir hatten heute schon Unfälle, also dir kann nichts Besseres passieren. Weil Leute sich
zu fest und da haben die sich wehgetan. Ja. Er hat sich hier den Ellenbogen ausgerenkt, der arme Mann. Oh. Leute, boxt verantwortungsvoll. Ja. Ja. Ich muss auch zugeben, ich habe versehentlich mit dem Fingernagel geboxt, also ich habe es hier gemerkt. Hast du schon wehgetan? Es geht. Oh, shit, ey. Hey, das war nichts. Okay, allerletztes Mal. Oh, ja. Oh nein, ich habe alles versucht. Hast dein Bestes gegeben, das war die Hauptsache. Im Chat sagt jemand, Honeypoo hatte 700. Ja, das erzählst du jetzt nur. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er wollte eine Worte machen, jetzt habe ich ihm nichts geantwortet. Noch peinlicher als sonst. Was ist Park Beyond? Ihr steht hier an, ne? Ich stehe nicht an, da ist halt nur Neek. Was ist das? Das ist Neek, Neek Beats. Achso, und die steht für ihn an? Ich stehe nicht an gerade. Ach so. Nee, die stehen sich alle für den an. Also wer steht hier für wen an eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Für wen stehst du an? Ja, ich stehe für Menschenrechte ein. Ja, nee, ich stehe eigentlich auch nur blöd in der Gegend rum. Jetzt merke ich es gerade erst. Oh, sorry. Excuse me. I'm so sorry for that. Die versuchen einfach Platz zu machen. Wo kommt ihr her? Warum schützt ihr mich so? Ja, weil ihr im Weg rumstandet, sorry. Weil wir gerade hier mit Kamerakuh. Dankeschön, weil ich berühmt bin. Es tut mir so leid. Ich bin abgehoben. Deswegen habe ich jetzt so eine Security-Crew und deswegen versuchen wir. Warum schubst du ja mich? Wir waren am Video am Drehen, deshalb. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Es tut mir leid. Ich kann mich nur entschuldigen. Wir werden das nächste Mal euch einfach kurz hochheben und dann gehen wir durch und dann setzen wir euch wieder. Okay. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß beim Video. Viele Leute wollten dein Schwert schon berühren oder auf unsittliche Weise entführen. Locker so 100 heute schon. Schön, ja? Locker. Ey, da kaufe ich mir auch sowas. Das ist von Worldline, so ein Penisanbieter. Ein Penisanbieter? Ja. Aus dem Weg. Ja, aus dem Weg, Fräulein. Ja, danke schön. Entschuldigung. Ey, das macht Spaß. Darf leider nicht. Tut mir leid. Ist Sonntag, Meet and Greet. Dankeschön. Für Fortnite, dankeschön. Danke. Oh, hi. Was noch? Ich liebe dich über Gönnergy. Oha! Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb. Los, trag mich! Ich hoffe, ich bin weg. Ist er da? Gib mir mal Huckepack, so. Du musst auch meine Schultern richtig. So, ne? Ja, deine Beine auf meine Schultern. Ich hab Huckepack vergessen. Hä, das ist doch kein Huckepack. Das ist nicht DIN genormt, was wir hier machen. Oh, danke schön. Aber ich hänge auf seinem Hals. Das ist doch nicht gut. Du kriegst Nackenschmerzen. Seid ihr gut drauf? Okay. Ach, runter wäre nicht schlecht. Das ist schon okay. Einfach aus Sicherheitsgründen. Alter, ey, ich hoffe, du hast jetzt nichts getan oder so. Ich schwöre, dein After riecht so angenehm, ne? Oh, vielen Dank. Okay. Meinst du eigentlich, Zärtlichkeiten mit random Zuschauern gehen langsam zu weit? Nö. Perfekt, ich danke dir fürs Statement. Onlyfans! Boah, das ist mal eine Maschine. Das sieht mir sogar danach aus, als wenn sie Originalgröße gemacht haben. Was war letzte Bausteinmenge dafür? Aufgerundet 650.000. Junge! Von hinten auch voll krass mit den Lichtern. Hä, hey, aber Maßstab 11:1? Das kommt ja nicht hin, dann wäre das ja 11-mal noch größer. Hä? Der Maßstab jetzt hier, augenscheinlich ist doch schon fast 1:1. Aber die schreiben 11:1. Ach, das Lego-Modell. Nils, ich verstehe, was du meinst, aber wenn sie das Lego-Modell meinen, dann wiegt das Lego-Modell, was man kaufen kann, 875 Kilogramm. Dann besteht das Lego-Modell aus 626.000. Ja, ist doch logisch, Kappa. Ach, das Ding da. Aber dann passt es doch trotzdem nicht, weil hier steht 626.000 Bausteine. Es geht um die Größe. Ja, weiß ich auch, aber hier steht 11:1. Kann es sein, dass du dumm bist? Nee, kann es sein, dass du gleich gebannt bist? Warte, ich guck mal ganz kurz. Nee, kann nicht sein. Hast Glück gehabt. Ja, aber Super Mario kann ich nie Nein sagen. Die haben ein Fragezeichen als eigene Welt auf Lego. Das erinnert mich ein bisschen an Polly Pocket. Diese Häuser, kennt ihr jemand? Hatte meine Schwester früher. Das ist ja Lego-Technik. Meinst du, man kann das wirklich spielen oder so? Ah, ich sehe da diese eine Kette. Ich glaube, man kurbelt da ein bisschen und dann bewegt sich das einfach so mit. Hier genauso auch. Richtig geil. Alter Fernseher, aber nachgebaut. Es ist einfach Super Mario von früher. Verrückter Professor. Ich bin runtergelaufen. Das war eine Spielekonsole. Ja, du spielst sogar an ihm. Klar. Du spielst an ihm rum. Ich bin Gamer, ich bin ein echter Gamer. Das ist sogar das erste Level, glaube ich, ne? Ja, ich erinnere mich von früher. Genau das ist das Problem. Deswegen bin ich jetzt hier bei Nintendo, weil ich mich beschweren wollte. Das Spiel ist viel zu schwer. Problem ist, man hat nur 3 Leben
Und jedes Mal, jetzt, ich zeig das am besten, da kommt so ein Teil, wo man immer stirbt. Also irgendwo. Da! Stimmt, man kann das gar nicht so durchspielen. Kein Mensch der Welt kann das durchspielen. Nintendo! Das Level ist zu schwer! Wir brauchen mal ganz schnell jemanden von Nintendo, das Level ist zu schwer! Ich war noch nie in meinem Leben so weit. Ey, das macht voll Spaß. Oh mein Gott, ich krieg gerade eine Gänsehaut. Ich mag nicht mehr. Hat Spaß gemacht. Was? Ey, du hast es geschafft. Oh mein Gott. Aber du hast es gemacht am Ende. Ich liebe dich. Ich habe nur die Flanke gegeben. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Boah, es ist das uralte Super Mario. Und das sind sogar die Bonus-Level, ne? Das habe ich damals so geliebt. Du hast gedacht, dass du das Spiel durch hast und hast am Ende trotzdem dann noch die Möglichkeit, durch mehr Level durchzuspielen, weil du halt diese Bonus-Level dann auf einmal noch freigeschaltet hast. Das musste mir damals auch nur ein Bekannter erst zeigen, weil es gab ja kein Internet, wo man das nachlesen konnte oder so. Es gab ja damals die Lösungsbücher, die du dir so als Printformat gekauft hast für 19,90 Mark. Oh, da sind die ganzen Super Nintendo-Titel. Wir haben gerade diesen Werbespot gezeigt, was man sich jetzt mittlerweile alles runterladen kann. Das finde ich echt cool, dass es mittlerweile gar nicht mehr nötig ist, Emulatoren zu holen, sondern du die Chance hast, einfach die Spiele direkt dir auf die neue Konsole zu holen, weil dann die Steuerung ja jetzt auch nicht wesentlich anders ist als früher. Könnt ihr mir eine Serie empfehlen? Also das muss ja nicht auf Netflix sein, das ist ja hier keine Dings-Werbe, also, aber also kann ja auch auf den ganzen Plattformen sein. Dankeschön, Netflix. Squid Game drüben. Nee, da freue ich mich jetzt drauf, weil Squid Game habe ich geguckt, freue mich sehr auf die Kulisse. Ja genau, die ist wunderbar. Man kann sich sogar auch kostenlos tätowieren lassen, wenn du da Bock drauf hast. Boah, ey, ich bin leider nicht so ein Tattoo-Mensch. Ich mache das dann so, dass ich andere tätowieren lasse und dann mich an deren Content sozusagen bereichere. So machen das andere auch mit Schärfeproben. Ho, ho, ho! Habt ihr schon alle artig, meine Kinder? Ich bin der Weihnachtsmann. Jetzt klebt alles an mir. Innen und außen. Annika! Weil die hat Feuchttücher dabei. Liebe Leute, Squid Game für heute. Mein Gott, ich gucke dieses Mädchen an und habe direkt das Gefühl, dass gleich die Ampel auf Rot umschaltet. Wirklich? Selbst gemacht? Ja, selbst gemacht. Oh, ja gut, das kommt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sie jetzt am Rock... Ich wollte das Material kurz nur testen. Krass. Wenn du eine Netflix-Serie wärst, welche wärst du? Squid Game. Ja. Die da wäre ich. Das Mädchen meinst du? Green Light, Red Light. Chilliger Job. Danke. Weil die macht ja nichts anderes in der Serie, ne? Nö. Doch, die kann Leute eliminieren mit ihren Augen. Ja, Zucker hat in mich reingepfiffen. Haben wir noch was zu trinken? Annika, haben wir noch was zu trinken? Okay, läuft sonst so. Okay. Die Zuckerwatte ist bei mir ein eigenes Level. Dankeschön. Hier ist ein benutztes Tuch zurück. Dankeschön. Dankeschön, sorry. Alles gut? Ja, habe ich nur kurz verschluckt. Da ist halt wichtig, schnell zu trinken. Wie läufst du mit dem Führerschein? Scheiße, hör doch auf. Ich kenne wenige, die es beim ersten Mal auch überhaupt bestanden haben. Ich bin bei der praktischen durchgefallen. Ich natürlich auch so in meinem damals jugendlichen, männlichen Charisma. Ja, ja, das schaffe ich, das ist kein Problem und so weiter. Und dann kam ich an eine komplizierte Kreuzung, die mich bis heute noch überfordern würde. Weil da war Gelblicht blinkend mit Baustellenwagen, noch irgendwie Blaulicht hinten rechts und all sowas. Und ich habe natürlich alles falsch gemacht, was man machen kann. Boah, weil ich habe ein Stoppschild übersehen. Und du fährst noch rum auf den Straßen. Ja, ich habe es ja irgendwann zufällig geschafft im zweiten Anlauf. Nehmt euch Nacht vor Adam. Adam, ja. Ey, wie willst du eigentlich ausgesprochen werden? Ich sage immer Adam, das klingt cooler. Gut, ich glaube, du darfst sowieso erstmal mich noch sehr lange falsch bezeichnen, weil ich dich auch immer falsch bezeichnet habe. Als Schneewittchen. Als Schneewittchen. Wo hast du das denn her? Das habe ich nie gesagt. Meine Arme. Ach, Schneewittchen. Ich habe Schneebitsch verstanden. Das ist fucking laut hier. Nein, Alter, was für eine Kulisse hier. Die haben einfach das Level hier aus dem Film. Kleines Kind ruft zu seiner Mutter, da kann man sich tätowieren lassen, ja. Oh, Wednesday als Kulisse. Also bei Wednesday hat die mich am Anfang so ein bisschen aufgeregt, weil die natürlich schon so voll edgy ist. Weil ich mir dachte, ja, okay, das ist so diese typische Serienrolle, die extra drauf angelegt wird, dass man eben eine Außenseiterin hat, mit der sich vielleicht auch die ein oder andere Person, die zuschaut, identifizieren kann. Aber die war halt so die ganze Zeit zickig. Ich dachte mir so, ja, etwas mehr Kooperation wäre gut. Aber ich glaube, ich denke einfach zu viel nach bei solchen Serien. Und später fand ich sie einfach nur cool und genial. Ich glaube, ich muss noch zu Ende gucken, weil ganz ehrlich, das Gefährt sagt mir gerade nichts. Also eine Sache irritiert mich. Man stellt hier so ein Fahrzeug hin und ist aber trotzdem gleichzeitig deutsch genug, dass man hier eine Umweltplakette noch hinklebt. Das Ding fährt wirklich, ne? Das haben sie hierher gefahren und einfach aufgespießt. Ist dir warm? Ja, ist schon ziemlich warm. Also wir haben zum Glück gerade noch keinen Stand gehabt, wo man Sport machen kann. Oha, wo wurde es hingedrängt? Dein Bodyguard, ja, so, du schon wieder. Alter! Wir werden das intern aufarbeiten. Oh nein, sie meint es nur gut. Aber Phoebe, sie meint es nur gut, dafür bekommst du gratis einen Führerschein. Also das ist so ein Tschechischer, der ist halt so halbgültig, aber der sieht gut aus. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Grüße an den Bodyguard. Ich sehe dich. Hallo? Hey. Hallo? Magda? Oh, guck mal, ich hab's schon verloren.
Jetzt seht ihr das Teil auch mal nackt. So sieht das in Wirklichkeit aus. Wer die Story nicht kennt, YouTube zum Beispiel, Zusammenfassung von Battle of the Socials, vermittelt worden von den Herrn Vermittler. Geil! Herr Vermittler ist nicht da? Nee, er ist nicht da. Aber Herr Vermittler? Aber auch gar keinen Kontakt zu dem. Ja, dann saß halt der Junge da genau neben mir. Und dann ja, habe ich ihm gesagt, ich möchte eigentlich hochgehen, weil ich halt Aufnahmen machen wollte von dem Stadion und so. Aber dann hat er dann so gesagt, ja, falls Adam doch kommt, was ich nicht geglaubt habe. Also ich habe nicht daran geglaubt, dass du kommen wirst, weil du ja sehr verpeilt bist und manchmal sowas vergisst. Na, hör mal! Du vergisst, du hast doch mein Gesicht vergessen. Hey, ich habe dich doch gerade sofort erkannt. Ja, jetzt. Ja, aber ich muss ja auch auf viele Sachen achten. Du kennst ja meine Streams. Weiß, viel beschäftigt. Ja, viel beschäftigt. Ja, okay. Dann den Haushalt noch und so. Ja, Haushalt stimmt. Ich habe mich gestern angestellt und einmal kurz dieses Autospiel gespielt. Ja. Und dann, also es war cool so für einen Moment, aber weiß nicht, anstellen ist blöd. Man darf halt so eine halbe Stunde, ist halt immer blöd. Ja, ne? Ja. Da fühlt man sich wie bei einer Achterbahn, aber Achterbahn ist cooler. In welchem Freizeitpark soll ich streamen? Ich habe einfach mal Ander angefragt, aber ich habe dann meinen... Hansapark. Hansapark, ja. In Sierksdorf, Schleswig-Holstein. Ja, Schleswig-Holstein, woo! Die haben Freefall Tower. Ich habe mir jetzt ja alle angeguckt. Fragt mich alles über Freizeitparks. Ja, nein, nein. Es gibt einige, die haben so gesagt, ja, wir gucken halt nochmal. Gibt halt vom Europapark schon mal die Zusage. Mit denen sind wir ja sowieso immer viel in Kontakt gewesen. So. Bei denen ist kein Problem. Ich bin mal gespannt, wie das bei anderen ist. Also ich werde da. Im Hansapark. Ja. Ich weiß nicht, ob sie Influencer überhaupt kennen. Weil wenn ich da jetzt einfach so aufkreuze, was die denken. Ich glaube, die laufen einfach an dir vorbei. Ja, ne, gar kein... Nordsteiner, die kennen dich nicht. Ich bin die Einzige wahrscheinlich. Gibt es hier irgendjemand aus Schleswig-Holstein? Das ist die Original Super Mario Tonne. Da haben die das gedreht, die ganzen Level der Computerspiele. Wir warten im Endeffekt auf die zwei Maskottchen, diese Mario und Luigi, damit sie ein Foto haben kann. Ja, Mario und Luigi treffen wäre schon mal geil, aber ich habe Angst, dass das Verhältnis dann irgendwie noch mehr zerrüttet ist als jetzt schon, weil der ist manchmal, der hat sich, glaube ich, hart den Kopf gestoßen bei einigen Blöcken. Hat oft nicht so reagiert, wie ich wollte. Holy shit, hier ist ein ganzes Level. Eine Sternenwelt! Gibt es so eine FSK 18 Version? Die ganzen Kobras sind nackt? Nintendo, ihr Schweine. Nein, Spaß, Spaß. Wir sind natürlich sehr dankbar, da zu sein, aber das war ein sehr interessantes Level. Sehr coole Welt da unten. Dankeschön. Hey, Kobras heißen die doch, oder nicht? Kobras? Wie heißen die nochmal? Wie eingeschränkt ist das Leben? Eine Hand, die man nutzen kann? Sehr eklig. Egal, sei es auf Toilette gehen, Handy oder zocken oder sowas, kann ich ja gar nicht mal machen. Zum Glück ein temporäres Ding. Wie weißt du deine zweite Hand ein, wenn sie wieder da ist? Also gibt es dann ein richtig großes Verbinding oder irgendwie also so etwas, wo man sich denkt, hui, jetzt wird gefeiert? Ja. Tatsächlich. Mit einmal gewunken in die Menge oder? Genau, oder zocken oder mit Freunden Spaß haben. Weil Freunde, meine rechte Hand ist jetzt wieder aktiv. So, komm, wir haben Spaß. Sie wird sich freuen, das kannst du mal sagen. Wertschätzung gegenüber Zuschauern. Bis bald, tschüss. Eigentlich witzig. Lego ist eine Firma, die arbeiten mit Sega zusammen, aber auch mit Nintendo. Aber Sonic ist gar nicht so groß, Leute. Ich dachte, der wäre ein bisschen größer. Wie heißt der? Das ist ja so ein Bowser-Ersatz, ne? Ganz ehrlich, also die Kopfhörer Corsair sind mir zu groß, muss ich einfach sagen. Ich habe es ausprobiert. Wir können es gerne nochmal ausprobieren. Aber es ist einfach halt... Ich dachte schon, ich habe einen großen Kopf, so, ne? Aber kommt hier was raus? Guten Tag, wir liefern die Kopfhörer an. Ja, kommen Sie einfach durch. Ja, wir haben den im Transporter. Ja, geben Sie mir die doch einfach. Nein, nein, Sie verstehen nicht, das sind riesige Kopfhörer. Die sind 3 Meter groß. Xbox. Auch nicht klein, oder? Was meint ihr, zu klein oder ist okay? Das ist die Warteschlange, wo nochmal ein anderes Level ist, als bei denen von vorhin. Hier ist einfach schon ein Schild, da steht 2 Stunden. Also wer hier gerade chillt, der chillt jetzt nicht seit 5 Minuten hier. Krank. Leute haben sich hingelegt und so. Schönes Campinggelände habt ihr da aufgebaut. Entschuldige, ich bin ein Möchtegern-Reporter, ich muss nur kurz durch. Was wollt ihr anspielen? Stalker 2. Ja. Was fasziniert euch daran? Oder was wusstet ihr? Das sind eins von diesen größeren Titeln hier. Und jetzt haben wir es eben nochmal geschafft, hier kurz bevor jetzt die Schlange komplett geschlossen wird, für heute hier reinzukommen. Einfach nochmal so ein Highlight mitnehmen hier. Na ja, dann viel Geduld noch beim Warten. Vielen Dank. Aber ich meine, ihr habt euch ja vorbereitet. Eben. Ihr habt es geahnt. Wie kriegst du das mit deinem geilen Internet hin? Wirklich, das läuft so clean. Hast du WLAN-Router auf dem Rücken oder was? Ich möchte mich nicht mit falschen Lorbeeren schmücken, weil es eigentlich auch mit einem normalen Handy auf der Gamescom möglich ist zu streamen. Die Messe Köln hat hier in den ganzen Hallen überall auch so Smart Cells, das heißt kleine Internetantennen, die dafür zuständig sind, dass du auch innerhalb der Hallen sehr gut das Internet hast. Das merkt man auch daran, dass die ganzen Streamer selbst streamen und mich kaum für die Gamescom anfragen. Die kriegen ja eher so Anfragen für Festivals und Co., also ich mit meiner Firma, die das halt anbietet. Das ist eigentlich keine Kunst. Wir haben trotzdem einen riesen Rucksack und trotzdem 13 Modem.
Schlimmes, aber einfach nur, weil wir es können und weil wir uns denken, okay, vielleicht fahren wir doch irgendwie mit dem Aufzug in den Keller oder so, keine Ahnung. Sag mal kurz hallo. Amma. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie grüße ich. Aber auch so mit Entourage und alles. Ja, es ist ja. Kann man overwhelming hier. Hört auf, natürlich hier Amma zu belästigen. Keiner belästigt mich. Oh, Entschuldigung. Missverständnis. Kommt weiter mit Amar, steht's mit. Er freut sich, wenn 50 Leute im Schlepptau mit ihm mitlaufen. Ja, wie ist bei dir? Läuft sehr gut? Entspannt, ja. Ja, man hat sich mit der Gamescom vorher abgestimmt. Man hat miteinander geredet und so, wie wir das geplant haben, finden wir es durch. Das ist cool. Ja. Oh, ganz mega. Chillig. Kriegt ihr ab und zu auch so einen Shuttle mal außenrum und so? Ja, bestimmt bald wieder, ja. Was kannst du mir denn hier empfehlen auf der Gamescom? Was muss ich jetzt sehen? Ich habe mein Spektakel erst begonnen. Jetzt gerade die dritte Halle. Das meiste, was ich jetzt noch sehen werde, ist morgen und übermorgen. Ja. Die Stände sind einfach irgendwie, ich finde das so krass. Also zum Beispiel von einem Anbieter für Videostreaming, wo man sehr aktuelle Serien und Filme gucken kann, gibt es in der Halle sehr viele krasse Stände. Das, also so, wo du die Kulissen richtig siehst. Ist hast du das Game gesehen? Ja. Ja, die so Kulisse da ist insane, ja. Ich war bis jetzt noch nicht wirklich unterwegs. Deswegen, ich gehe jetzt einmal hier rum. Ich war nur hier in dieser Halle. Hier haben wir auch Hide and Seek gespielt, waren wir komplett verkleidet, das war sehr geil. Ja, ich habe das gestern gesehen, weil wir haben gestern die Montage Stage produziert und dann kam die auf einmal. Sascha hat mich zwei Minuten, das habe ich nirgendwo nicht erzählt, Sascha hat mich zwei Minuten verarscht. Er kommt so zu mir, hatte auch schon noch Mundschutz auf und so, war ja sowieso komplett geschminkt. Und sowas, genau. Ja. Und meinte so, hey Adam, ich bin ein Riesenfan und so. Ich dachte mir, okay, ist halt Begleitung von irgendjemand, der da halt jetzt abhängt im Backstage-Bereich. Ja. Und ich so, ey, danke. Und irgendwann kommt jemand anderes vorbei und sagt, ja, du hast Sascha erkannt, oder? Und ich so, er hat so überlegt, dachte mir, Alter, nein, ey, er erzählt mir das die ganze Zeit und er hat wahrscheinlich selbst gewartet, bis ich ihn irgendwann erkannt habe. Aber sehr sympathisch. Ja, Ron Bilecki war da, Mark Eggers und so, die haben sich alle, Nico das, war ja auch noch das da, darf man spoilern, ne? Ja, wir waren ja alle verkleidet. Wo kommt außer das online? Mark, bei den Allerjutzen auf YouTube. Geil. So. Guck ich mir an. Geil, mit viel Popcorn und so erwartet. Geil, dankeschön, man sieht sich. Adam, ganz viel Spaß, sorry, dass ich hier gecrashed habe. Ich habe dich gerade, glaube ich, gecrashed. Nein, andersrum. Okay, ich mache dieses brüderschaftsringmäßige Mikrofon halten, so, dass ich halt dir unbewusst das Mikrofon. Mir, das finde ich sehr nett. Ich habe ja noch einen Ansteck, deswegen für mich ist es entspannt. Oh, Profi, sehr gut. Ja. Viel Spaß dir. Dankeschön. Bis bald. Party People. Guter Mann. Es regnet. Raindrops are falling on my head. Zum Glück sind wir mit Halle 8 noch nicht durch. Weiter geht's hier im bunten Gamescom-Programm. Hey, habt ihr alle Spaß, immer wieder dabei sein. Hi. Mann, ganz kurz. Erstens, Grüße an Kieskauer, best somewhat ever. Und Grüße von Adlersson. Lass es mich kurz ausrichten. Grüße von Suprafahrer. Suprafahrer grüßt Kieskauer und Adlersson. Grüße ausgerichtet. Kieskauer ist in jedem Stream. Wie macht er das? Der hat 16 Bildschirme und 3 Computer. Es gab mal so Fotos von so einer riesen Regie und ich habe gedacht, das wäre ein professioneller TV-Sender, aber es war einfach Kieskauers Wohnzimmer. Ich habe Reddit gesehen, den Leak von ihm. Tja, die Jugend von heute, ne? Hör mir auf. Guck mal, Adam, ich habe jetzt auch einen Kameramann. Flexfred, danke schön für den dritten Monat. Eisenvieh Moabit, danke schön. Das Wichtigste, ihr merkt es auch gerade, sind die Subs und Bits. Da ist mir auch egal, was in der Umgebung passiert. Wenn ihr subt, falls ihr euer Prime noch weiter dalassen wollt, macht es gerne. Davon werden die Kameramänner anständig vergütet. Ist nicht überall so, oder? Ab und zu werden sie auch kostenlos irgendwo ausgeliehen. Hey, Lola! Hallo! Ah, hey! Oh mein Gott! Oh. Hey, was geht? Hallo! Hallo! Hi! Ja. Grüße dich! Ich dachte, ich muss jetzt sammeln, damit ich auch Aufmerksamkeit kriege. Kennst du ihn? Ja, das ist doch der Baumer von 24. Ja. Der arbeitet jetzt für mich. Das ist cool. Ich mag es, dass du Kameramänner von mir ausleihst. Wir haben von dir die Genehmigung bekommen, dass der Inhalt, den du produziert hast, weil ich ihn dir vorgeschlagen habe, auf den Zweitkanal Roland. Also sprich, da gibt es ein Video von der Backstage-Tour, wie wir gestern die Montage-Stage produziert haben. Der Livestream mit so verschiedenen Kameras und so. Ein bisschen mehr Regie als sonst, weil wir ja nicht mobil gearbeitet haben. Danke, dass ich das nehmen durfte. Ja, wir müssen noch mal über die Provision reden. Aber du weißt schon, dass es da auch ein paar Leute gibt, die dich noch gar nicht kennen. Doch, da gibt's einige, ja. Ich bin ja nicht so überzeugt wie du, wie gestern, wie wir alle gestern gelernt haben. Ja, ich war kurz in Lolas Stream und ich habe, also, weiß ich nicht, wir haben viel über mich geredet, ich wollte das gar nicht. Ja, in meinem Stream, ja. Aber dann stelle ich mich jetzt auch noch mal vor in deinem Stream. Hallo, ich bin Lola. Ich mache ungefähr das Gleiche wie Adam, aber nicht so professionell. Und ich bin weiblich. Ja, Vorstellungsrunde, noch irgendjemand? Will sich noch jemand vorstellen hier? Wir machen Vorstellungsrunde gerade. Luca, wer bist du? Ich bin Selina. Selina, hi Selina. Hi. Kleines Kind, wer bist du? Ich bin gar nicht klein. Entschuldigung, ich hab mich versprochen. Ich bin Pascal. Hallo, ich bin Julian. Ich bin Kenan. Hi, wie schmecken die Pommes? Super. Ich bin Finn. Lola, sorry, ich hab mich kurz abgelenkt. Nee, alles lassen. Gut. Überhaupt gar keinen Versuch, dich abzuwürgen, aber wir müssen jetzt Richtung Ausgang. Wir sehen und uns. Bis bald. Du bist ein krasser Roboter. Hast du Bock, zusammen im Club zu gehen? Also ich kann nicht so gut tanzen? Nee, okay. Aber weil die Dance-Moves sind schon geil. Cool, danke für die Eindrücke. Ja, inhaltlich natürlich auch halt sehr stark abgeliefert. Schweigen ist manchmal Gold. Was bedeutet das nochmal, diese Pflanze, die man sich so dran klippt? Das kann man in den PC reinklemmen, so sieht es ein bisschen cooler aus. Ach so, einfach so als Deko-Element? Ja, genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Oh, du darfst hier leider nicht rein. Es tut mir leid. Entschuldigung. Aber danke fürs Interview. Nein, renn doch nicht gleich. Oh, der Arme. Hab ich was Falsches gemacht? Ach, das sind die jungen Mäuse von heute, die rennen einfach. Ihr dürft hier nicht rein.
Ihr bleibt alle draußen. Sehen die mich überhaupt? Ist das hier so eine komische Spiegelscheibe? Ich bin einfach irrelevant. Okay, tschüss. Dankeschön. Macht es gut. Bis dann. Ciao.